Hallo und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Verteidigungsfreunde, zur Castle Story. Und ja, alle rennen irgendwo hin. Keine Ahnung, was sie genau vorhaben. Aber sie machen schon das Richtige, denke ich mal. Oder auch nicht. Hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus, außer dass sie wieder einfach Steine in der Gegend rumliegen lassen. Naja, das kriegen sie schon irgendwie noch hin. Dann können wir erst noch mal tunneln. Hier füllen sie jetzt wieder einigermaßen ordentlich auf. Was ich gut finde. Na, die Ebene gibt noch etwas Stein her. Okay, der Leck war gerade interessant, weil hier spielt jetzt auch der Ton. Bin mir gerade echt nicht sicher, ob das am letzten OBS-Update liegt. Oder jetzt am Spiel oder an irgendwas anderem. Muss ich wirklich mal gucken, ne? Aber jetzt scheint sich's wieder gefangen zu haben. Dafür sind jetzt wieder die normalen Blacks härter. So. Jetzt kann getunnelt werden.
Wenigstens nehmen sie die Treppe einigermaßen ordentlich. Also spring nicht wieder von der letzten Stufe runter. Was auch immer das gerade. Ja, jetzt tun sie es doch. Ja, wir sind doch bald wieder voll hier. Wie auch immer der da wieder gelandet ist, naja. Ein Steinchen ist egal, die können auch mit dem 19er Stack zwei Felder füllen hier. Das Wichtigste ist, dass sie es anständig füllen. Lassen Sie da einen Haufen rumliegen, Chippo. Oh, und das, die spawnt sogar schon. Er hat gerade mal einen Stein retten können. Yippie. Ah ja, bald sind wir wieder voll genug, dass wir umswitchen können. Wir haben noch sehr viel, was wir hier rausholen können mit dem Tunneln allein. Ich habe mir ja eine Zeit lang Sorgen gemacht, dass wir mit den Steinen hier nicht klarkommen werden. Aber so wie es aussieht, kommen wir recht gut damit klar. Weil sonst müsste ich wieder. Ja, entweder den Berg hier fällen oder den hier. Und dort neu abtragen, was dann auch wieder nervig wäre. Wahrscheinlich eher den hier, weil der höher wäre als der hier drüben. Aber erst gucken wir mal, wie weit wir mit dem Steinbruch hier kommen. Mit unserem Megasteinbruch hier.
So, jetzt switche ich die mal wieder zu dem Flat Task hier um. Die beiden machen jetzt erstmal da die dicke fette Eisenerzader weg. Ach, sie sind jetzt an der Stelle, okay. Bist voll, also kannst du auch rüber zum Fletten. Wechseln. So, du auch. So, wenn dann einer das Loch füllen könnte, dann könnten wir das hier auch wieder verschieben. Da sind wir mit der Seite ja bald fertig eigentlich. Ja, man merkt, es sind wieder zu viele Brickfons auf einem Haufen. Es leckt wieder richtig stark. So, jetzt das ein bisschen schieben. Und das. Au. Ist das Ende.
Dann. Entschuldigung. Dann können Sie das voll machen. Dann werden wir vielleicht in dieser Aufnahmesession noch mit der Seite auf jeden Fall fertig. Gut. Wie sieht's hier aus? Auch relativ voll. Das ist auch gut. Das ist gut so. Es ist schon wieder Nacht. Und natürlich füllen sie jetzt wieder total durcheinander die Blöcke auf. Kann mir aber egal sein, weil wenn sie hier fertig sind, sind sie fertig hier. So doof es auch klingt. Ja, wir können ihn gerade nur beim Füllen zugucken. Die füllen einigermaßen ordentlich gerade wieder. Die füllen lieber von der anderen Seite. Und da auch ziemlich löcherig.